alles so weit, wie ich ihn bisher geschnitten habe. Und jetzt werde ich noch den Rest aufwickeln. Das ist jetzt das eine Zelt, aber ich habe ja bei Rock im Park schon angefangen mit dem anderen Zelt, das ein Ticken heller war. Das wickeln wir jetzt noch auf. So, und das war's jetzt. Da haben wir noch Gelb und Grün und ich glaube, der grüne Knoll wird richtig, richtig riesig. Für heute wollte ich mal in den Keller gehen und da ein bisschen aufräumen und vielleicht schon anfangen, was zu bauen. Kommt mal mit. Die Tische stehen alle voll. So kann man ja gar nicht arbeiten. Ich habe gestern schon angefangen, mir ein kleines Regal aufzubauen. Einzelne Fächer, in die man was reinstellen kann. Und dasselbe möchte ich dann eigentlich auch hier bauen. Und aber auch hier hinter dieser Schaumstoffmatte. So, dann fangen wir mal an. Hier muss ich so einen Ticken vertagen, weil ich das alles oben erstmal vorbohren muss, bevor ich das schrauben kann, weil hier unten mein Schraubenzieher ist leider gerade abgebrochen. Ich habe hier einen Bauernschrank, den Nachbar sonst weggeschmissen hätte. Und ich glaube, den packe ich mir jetzt statt diesem Ding da vorne mit rein. Kann ich hier langsam mein Regal aufbauen und hochstapeln und dann die Sachen einschlichten. Richtig geil. So, und wenn man sich mal überlegt, wie unprofessionell ich das Ganze zusammengeschraubt habe, muss man sagen, das ist echt perfekt aufeinander sitzt. Kein Platz mehr, ne? Hier ist nicht mal ein Millimeter noch übrig.